Und damit Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Sonntagsfolge, wie immer, wir gehen das Ganze ein bisschen ruhiger an, so dass wir entspannt in diesen Tag starten können. Wir gucken mal, was wir heute machen. Beim letzten Mal haben wir ja diesen Hightech-Vorort in Spee gebaut. Mal schauen, ob wir da die Grundstücke vielleicht noch umändern und aus den Hightech-Wohnhäusern quasi Selbstversorger-Wohngebiete machen. Und dann wollen wir heute noch eine kleine Recyclinganlage bauen, weil wir in dem hinteren Bereich Probleme mit dem Müll haben. Das müssen wir natürlich noch beseitigen und dann werden wir mal schauen. Ja, das letzte Video, was am Mittwoch kam, war das Tutorial zum öffentlichen Personennahverkehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde euch den Link, wer es noch nicht gesehen hat, nochmal oben in die Infokarte setzen. Oben rechts kommt ihr dann zum Tutorial zum öffentlichen Personennahverkehr. Also, wir fangen jetzt an, wir legen los. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und dann, ja, starten wir hier in diese Sonntagsfolge. Let's Fetz. So, das der Hightech-Wohnort, den wir das letzte Mal gebaut haben. Und mal gucken, dass wir hier hinten vielleicht nochmal so eine kleine Recyclinganlage hinbauen. Nichts Großes. Und dann werden wir den Bereich hier noch ein bisschen umändern. Also ich denke mal, wir werden hier wahrscheinlich Selbstversorgergebiete draus machen. Ich glaube nämlich, dass die Hightech-Häuser hier sonst zu lange brauchen. Wir gucken nämlich, wir sind jetzt hier auf Stufe 1, 2 Haushalte. Wir müssten die ganz nach oben kriegen vom Stufenaufstieg. Das dauert natürlich eine Weile. Wir brauchen hier hinten dann quasi noch eine Schule etc., damit das hier alles passiert. Von daher, wir gucken mal. Ich habe es eben noch angesprochen im Vorspann. Oben rechts in der Ecke die Infokarte zum Tutorial öffentlicher Personennahverkehr. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wen das interessiert, klickt einfach mal drauf. Da erzähle ich ein bisschen was zu den Bus- und Bahnlinien, worauf ihr achten müsst etc. Also für diejenigen von euch, die vielleicht auch neu sind und immer noch Probleme haben, die können einfach mal draufklicken und dann sich vielleicht den einen oder anderen Tipp abholen. Okay, ich habe es ja gesagt, wir wollen hier hinten eventuell einen Recyclinghof bauen. Da können wir mal gucken, dass wir den vielleicht hier so ein bisschen mit hinsetzen. Wir müssen sowieso schauen, dass wir den Bereich hier abreißen. Diese Bunkeranlagen hier hinten, das passt sowieso nicht. Das ist halt einfach irgendwie irgendwo drinne. Hier ist halt auch gar nichts, was. Was so für ja dazu passt. Also von daher wird das jetzt hier ein bisschen entspannter. Können vielleicht doch nochmal gucken, dass wir das hier hinten nochmal ein bisschen kurz anpassen, terraforming-technisch. Dass wir hier zumindest auf eine Höhe kommen. Für diesen Bereich hier hinten. Wir heben das Ganze hier nochmal ein bisschen an. So, zack. Und dann sollte das passen. Dann machen wir das Ganze hier nochmal. So, wenn brauchen wir auf jeden Fall die Straße hier hinten. Und aktuell geht das noch mit dem Verkehr. Es kann sein, dass wir den Bereich hier irgendwann mal noch umbauen müssen und die Straße hier erweitern müssen. Noch geht das mit dem Verkehr. Wir müssen das mal im Auge behalten. Wichtig ist auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier erstmal eine Kreuzung draus machen. Und dann werden wir das Ganze hier zusammenschließen. So. Müll. Wir müssen mal gucken, was es da alles gibt. Also wir haben hier das Recyclingzentrum. Wir haben hier die Müllumschlagsanlage. Also wir werden wahrscheinlich hier nur die Recycling-Sachen mit hinsetzen. Ihr seht hier zum einen also wie weit die Müllhalden wirken und vor allen Dingen auch wie laut das ist. Der rote Kreis ist dafür da, wie laut das ist. Und das hat hier schon
ein bisschen was an Lautstärke. Wir setzen hier mal zwei Stück mit hin. Und eventuell setzen wir hier auch noch einen Müllumschlagsplatz einfach mit hin, dass das hier so ein bisschen zusammenpasst. Und dann müssen wir mal schauen. Was haben wir hier? Postdienst und Postierungsanlage. Wir brauchen auf jeden Fall Strom. Das heißt, wir müssen uns hier auch noch Strom von drüben holen. Das werden wir von hier machen. Von hier. Und dann ziehen wir uns den einfach. So ein bisschen hier mit dran. Und vielleicht können wir das auch ein bisschen cleverer noch ein Stückchen weiter hinten machen. Dass wir das hier nicht so über die Dings ziehen. Wir ziehen das mal hier so rein. Dann bis hier. Und dann passt das. Jetzt gucken wir, ob wir den noch mit Wasser versorgt haben. Das haben wir auf jeden Fall auch. Das ist schon mal gut. Ich habe ja gesagt, wir müssen noch gucken wegen Schule. Wir werden hier hinten mal schauen, dass wir hier eine Schule noch mit hinsetzen. Öffentliche Bibliothek. Wir haben hier so eine freie Schule. Das sieht auch ganz gut aus, dass wir die hier vielleicht noch neben den Reithof mit ransetzen können. Das sorgt natürlich auch noch dafür, dass der Bereich hier mit positiven Vibes ausgestattet wird. Und ich überlege, ob wir hier vielleicht noch so eine kleine die Bibliothek ist recht groß. Auch die anderen Schulen sind recht groß. Man könnte jetzt überlegen, ob man hier vielleicht noch, aber auch das ist groß. Gibt nichts Kleineres. Haben wir hier noch? Allgemeines Krankenhaus. Ne, das haben wir eigentlich alles hier, ne? Feuerwehr und Co. Wir gucken mal ganz kurz rein. Polizia ist da. Feuerwehr ist da. Genau. Was haben wir hier noch? Eine historische Feuerwache, eine historische Polizeiwache und den Geheimdienst. Den könnten wir eigentlich auch mal noch irgendwo hier mit in die Stadt integrieren. Ihr seht das auch direkt, die Müllwagen, die hier losfahren. Wir lassen das mal ganz kurz ein bisschen schneller laufen, weil diese Recyclingfahrzeuge werden jetzt erstmal einen riesen Stau verursachen, weil sie jetzt erstmal losstarten und sich natürlich hier in die Stadt irgendwie breit machen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch irgendwie jetzt mit rankommen. Dann passt das hier. Dann haben wir hier eine kleine Recyclinganlage gebaut. Das werden wir auch gar nicht so viel größer ausbauen. Das kann ruhig ein bisschen weiter weg sein. Und dann sollte das eigentlich passen, was den Müllbereich hier angeht. Hier hinten müsste jetzt eigentlich genügend abgeholt werden. Und dann auch hier, das muss ich jetzt eigentlich auch bis rüber ziehen. Von daher sollte das hier keine Probleme geben. Genau. Den Bereich lassen wir so. Und dann passt das hier auch. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier die Häuser zum Grundstückswert sagen. Also es steigt hier langsam. Ihr seht das. Wir sind jetzt hier auf einem guten Weg nach vorne. Und dann werden wir das hier das Ganze noch ein bisschen schicker machen. Ein paar Bäume. Ihr kennt's. So. Noch ein paar Tannen mit dazwischen setzen. Dass wir hier mal wieder so ein bisschen Mischwald machen. Kann hier ruhig ein bisschen mehr sein. Kann hier ruhig ein bisschen voller werden. Kann hier ruhig wie so ein richtiger Wald aussehen. Auf dem Stück.
So, noch ein paar Büsche hier vorne mit dran. Hier nochmal Richtung Reithof. Ja, so. Zack. Passt das eigentlich? Das hier können wir noch abreißen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Schauen, ob wir hier vielleicht noch so eine kleine Felsgeschichte mit dazwischen setzen können. Das, nee, hier hinten passt das nicht. Hier auch nicht, das müsste, wenn eher in Richtung Ufer sein. Aber wir lassen das einfach mal und werden den Bereich hier dann auch noch voll machen. Ich war jetzt wieder ganz schön schnell mit der Kamera, tut mir leid. Ich bin immer so, wenn ich dann so im Bauflow bin, dann geht das immer recht fix. Auf jeden Fall wird das hier alles sehr gut angenommen. Die Häuser steigen so ein bisschen in den Stufen, das hier noch gar nicht. Wir gucken mal ganz kurz rein in den Grundstückswert. Also es sieht eigentlich sehr gut aus. Der Grundstückswert als solches ist im überwiegenden Teil hier sehr, sehr hoch. Das ist wichtig. Also das heißt, es wird jetzt hier nach und nach erst... Das sind halt noch Ungebildete, ne? Wir müssen mal generell ganz kurz in die Schulstatistik reingucken. Aha, okay. Achso, das ist Oberschule. Grundschule sieht gut aus, aber die ist nur in dem Bereich hier hinten. Okay. Das heißt, wir bräuchten quasi noch eine Schule. Können hier hinten mal gucken, ob wir hier vielleicht noch eine kleine Grundschule mit dazusetzen für den Bereich. Und eventuell können wir hier oben, dann reißen wir den Weg mit ab. Können wir die hier, doch hier würde das gehen, schaut mal. So, dann haben wir noch eine Oberschule, das müsste auch noch funktionieren. Also die Häuser steigen, man hört das auf jeden Fall. Und wir können mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein Krematorium bauen. Ich muss jetzt nur ganz kurz gucken, wo das war. Wir haben hier oben eine Kryokammer, aber wir wollen ja noch ein Krematorium haben. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Sowas hier noch mit hinzusetzen. Und wenn wir hier schon eine Schule haben, vielleicht auch noch eine Turnhalle, dann müssen wir wirklich den Weg hier mal umsetzen. Dann werden wir den hier hinten rumlaufen lassen. Die Turnhalle kann ruhig neben die Schule, das passt eigentlich ganz gut immer zusammen. Und dann ist das eigentlich gar kein Problem, dass wir den Weg hier nur halt umziehen bis hier ran. Und dann lassen wir den halt einfach hier rumlaufen. Und lassen den dann hier hinten mit rankommen. Und von mir aus können wir den hier auch noch um den Reitstall laufen lassen. Dass er hier vorne mit rankommt, dann sieht das auch einigermaßen in Ordnung aus. So. Kurz was gucken.
mal kurz gucken, wo war denn hier die Haltestelle? Hier vorne, ne? Ganz kurz, ich mal was probieren. Ich glaube, so war das, ich weiß gar nicht, wer mir das geschrieben hat, aber ich glaube, so war das gedacht, ne? Mit den roten Wegen als Straßenbahnhaltestelle. Ich habe das leider jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wer das geschrieben hatte, aber wir können das ja. So. Ein bisschen hübsch gemacht. Das sind heute so Kleinigkeiten, die wir so ein bisschen erledigen, ne? Also gar nicht so viel. Ich finde tatsächlich immer schön, dass sich der Sonntag bietet sich immer für sowas an. Das ist dann halt ein bisschen entspannter. So, jetzt haben wir hier die Tonhalle schön mit reingemacht. Und es gibt ja auch noch ein Freibad. Das ist hier. Und wir haben hier noch den Yoga-Garten. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesucht, ne? Den Yoga-Garten. Das wäre doch auch gar nicht verkehrt, wenn man den hier mit reinbaut. Vielleicht jetzt nicht unbedingt neben die Grundschule. Hier noch irgendwo so eine Stelle, wo der mit reinpasst, ohne dass wir den Weg großartig. Mal auf, wir setzen den hier hin und dann ziehen wir den Weg hier einfach nochmal neu. Und ziehen den hier einfach so ein bisschen rum. Ist ja nicht großartig schlimm, das kann man ja alles immer machen. So, und dann haben wir hier den Yoga-Garten einfach so mit drin und die Leute können sich hier so ein bisschen entspannen. Aber ich will mal noch kurz gucken, wir haben wie gesagt noch das Schwimmbad. Das muss ja nicht zwangshaft da sein, das kann ja meinetwegen auch hier hinten mit hin, in diesen kleinen Vorort hier irgendwo mit ran. Das Freibad, hier haben wir die. Nee, ich will es jetzt auch nicht einfach irgendwo mit reinklatschen. Mal ganz kurz hier hingeguckt, wie das aussieht. Ja, das muss schon irgendwie, wenn wir das jetzt hier einfach mit hinsetzen, das wirkt nicht. Wir denken uns mal noch was aus, wo das mit hin kann. Aber eine historische Bibliothek. Die, schaut mal, die passt hier. Die würde hier mit ranpassen. Die würde auch gar nicht so großartig auffallen. Und dann sorgen wir halt wirklich dafür, dass der Bereich hier in diesem Stadtviertel halt auch mit den Wohngebieten vorankommt. Weil wir haben ja hier die Stadtplanung gesetzt auf Hightech-Häuser. Förderung des Radfahrens auf jeden Fall. VIP-Gebiete. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. So. Aber dann sind wir jetzt erstmal, ich glaube, ganz gut ausgestattet. Wenn wir jetzt hier nochmal kurz reingucken auf die Infoansicht und uns den Grundstückswert hier anschauen, dann sehen wir das hier mittig wirklich, das ist schon gut. Also es sollte eigentlich hier auf kurz oder lang, sollten diese Häuser irgendwann steigen. Wir haben hier immer noch ungebildete Leute, aber das sollte sich auch bald auszahlen, dass hier mehr gebildete Menschen hinkommen. Man müsste eigentlich auch ganz gut zur Uni kommen. Da können wir eigentlich auch mal gucken, dass wir hier mal wieder so ein bisschen was ausschreiben.
Reputationslevel gefeiert. Uniarzt, kostenloses Mittagessen, Gastdozenten, universelle Bildung. Und wir müssen mal ein paar akademische Werke machen. Dissertation, wir machen mal wissenschaftliches Studio. Wir setzen mal das Lehrpersonal auf 10 hoch. Und dann ist das gut. Damit müssten wir hier, glaube ich, auch die Bildung wieder so ein bisschen voranbringen. Generell, wenn wir mal so reingucken, was die Bildung angeht, das ist jetzt, wir nutzen halt das heute mal so ein bisschen. Der Bereich hier hinten, schaut mal, der hat fast gar keine Bildung, obwohl wir hier Schulen haben. Also das ist die Bibliothek, achso, wir hätten hier Gesundheitswesen, Schule. Okay, Universität ist abgedeckt, Oberschule ist hier hinten nicht ganz so abgedeckt, obwohl die Verfügbarkeit gut ist. Und auch die Grundschule ist hier hinten nicht ganz so abgedeckt, also obwohl wir hier auch was da haben. Ich merke gerade, dass es in dieser Folge jetzt hier tatsächlich im Schwerpunkt mehr um die Bildung geht. Hier, das ist eine große Universität. Wir werden mal hier noch so eine freie Schule mit hinsetzen. Und eventuell noch eine Oberschule. Eine große Oberschule. Dann kriegt man da nicht mehr mit ran. Nee, ich will den Campus hier hinten nicht um jeden Preis kaputt machen. Schule hier ist auch riesig, ey. Wo war denn die andere Oberschule? Hier, das ist dann auch eine Oberschule, ne? Bildung. Oberschule. Die ist ein bisschen kleiner. Die sollten wir hier mit daneben kriegen. So. Und wir gucken mal ganz kurz rein in die Wirtschaft und gucken mal ins Budget und sagen, Schule ist schon bei 150%. Also das kriegen wir gar nicht besser hin. Okay, dann ist das so. Fakt ist, wir brauchen demnächst auch wieder Gewerbe und Industrie. Also wir müssen uns dann auch mal so ein bisschen damit beschäftigen, wieder so ein bisschen Industrie zu bauen. Ich überlege gerade, wo man noch was machen könnte. Den Flughafen will ich nicht zu sehr einbauen. Also hier ist der Strom auch schon wieder. Wenn wir sowieso schon mal mit dem Strom hier sind, dann können wir das Stromnetz hier auch noch mit anschließen. Also wir werden das jetzt hier noch grün machen. Hier seht ihr schon, dass, wie das durch den Müll verdreckt wird. Und dann müssten wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwo noch ein Fleckchen finden, wo wir vielleicht noch ein bisschen Industrie drauf zaubern können. Ohne dass wir großartig für Verschmutzung sorgen. Vielleicht ein bisschen Forstindustrie. Wir haben ja hier hinten die Forstindustrie. Es wird schwer, die weiter auszubauen, weil der Platz hier schon recht gering ist. Wir haben hier hinten noch die Rastplätze. Also es ist nicht mehr viel Platz da für Industrie. Das wird auf jeden Fall kritisch. Was man noch überlegen könnte, ist, ob man irgendwo... Hier hinten ist der Flughafen. Wir müssen mal ganz kurz reingucken. Das ist jetzt alles so ein bisschen... Die Folge heute ist halt so ein bisschen spontan, nenne ich das mal. Industrie und dann gucken wir mal im Bereich der Fische. Also man könnte hier Muscheln sammeln. Vielleicht machen wir hier noch ein bisschen Fischindustrie hin. Dann könnte man das hier mit dem Hotel so ein bisschen verbinden. Wenn wir hier hinten noch Fischindustrie vielleicht mit hinsetzen. Fisch,
Also wir haben hier Sardellen ein bisschen und Muscheln. Ganz, ganz wenig Lachs hier vorne. Hier hinten könnte man auch noch vielleicht ein bisschen Lachs, aber das ist dann, das würde so ein bisschen das Stadion hier, die Stadionatmosphäre stören. Hier hinten ist sehr, 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 sehr verschmutzt. Obwohl wir hier schon echt viel Recycling-Zeug haben. Da werden wir mal hier noch ein paar Dinger mit reinsetzen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Hier so ein paar. Weil das alles hier auch weggetrieben wird. So. Das müsste eigentlich reichen, um das, was hier rauskommt, aufzusaugen, obwohl das halt schon wirklich die besten Sachen, was die Abwasser-Recycling-Geschichte angeht, sind. Sieht das eigentlich ganz gut aus. Die werden halt anfangen und dann wird das hier hinten auch ein bisschen sauberer werden, weil dann wird auch dieser ganze Dreckstrom hier verschwinden. Schau mal, das flutscht alles bis hierher. Das wird jetzt über die Zeit, wird das hier verschwinden. Da bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Und das könnten wir noch überlegen. Oder wir setzen hier hinten noch vielleicht ein bisschen Fischindustrie hin, dass wir den Bereich hier mit hochziehen. Gucken wir noch mal ganz kurz rein. Industrie, Fisch. Wir haben hier auch ganz, ganz viel Sardellen. Und dann könnten wir hier halt Fischgebiete ausschreiben. Hier drunter durch bis hier vorne. Und vielleicht haben wir hier dann halt auch noch ein bisschen Platz für andere Sachen. Das ist ganz gut. Wunderbar. Okay. Die Holzindustrie läuft. Da könnte man höchstens noch ein bisschen gucken. Noch ein paar andere Sachen. Hier haben wir die Papiermühle. Haben wir sowas da? Müssen wir mal ganz kurz reingucken. Biopelletfabrik. Holzwerkstofffabrik. Holzspänelager, Sägemehllager, Forstwirtschaft Hauptgebäude, Forstwirtschaft Instandhaltungsanlage. Groß ist denn die? Die macht auch ein bisschen viel Schmutz. Das Problem ist halt, die muss halt hier drin gebaut werden. Vielleicht können wir das mal so machen. Ohne dass wir jetzt hier viel kaputt machen wollen. Um es ein bisschen rauszunehmen. Dann, wir machen das mal so. Wir werden hier in den Bereich, werden wir noch ein bisschen Fischindustrie bauen. Das werden wir dann voraussichtlich am Mittwoch machen. Dass wir hier ein bisschen Fischindustrie hinbauen, weil ich glaube, am Flughafen hier hinten sieht das nicht aus. Das ist ein bisschen eng und das würde auch den Flughafen so ein bisschen kaputt machen. Ja, ich denke, so werden wir das machen. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Deko und dann haben wir eigentlich im Schwerpunkt heute tatsächlich alles für die Bildung gemacht. Das ist vielleicht auch ein guter Titel für die Folge. Alles für die Bildung. Können wir hier ruhig ein bisschen Wald draus machen. Immer ein bisschen Platz lassen zur Autobahn. Sieht jetzt immer erstmal so ein bisschen komisch aus. Aber nachher passt
passt das eigentlich immer? Ich finde das halt nur schade, dass man, das ist grafisch, deswegen habe ich das letztens schon mal angesprochen, dass man dieses Spiel vielleicht auch einfach mal grafisch mal anpasst für die PlayStation 5. Ja, dass wenn du halt rausgehst, dass diese Bäume direkt an Textur verlieren und ihr seht das halt, die werden dann auch so zweidimensional. Also das ist halt, das ist echt schade. Wirklich schade ist das. Hier gehen wir jetzt nicht zu nah ran, weil wenn wir da zu nah rankommen, dann sterben die Bäume halt auch alle ab. Und dann sieht das nicht schön aus, wenn die dann so braun und kahl werden. Könnte man jetzt noch überlegen, ob man sagt, man macht hier wie so ein, noch hier vorne so einen Zaun hin, der einfach so ein bisschen mitgeht, dieses ganze Gebiet einfach so ein bisschen auch einzäunt. Genau, passt doch. Und dann haben wir hier schon heute wieder ordentlich was geschafft. Obwohl das eigentlich alles nur Kleinigkeiten waren. Es waren alles Kleinigkeiten, aber am Schwerpunkt ist das eigentlich ganz gut gegangen. Eine Bibliothek hier hinten? Nee, die kleine hier vorne sollte erstmal reichen. Also langsam kommen die Häuser und werden größer. Das ist ja das, was ich angekündigt habe. Ihr seht, wir sind jetzt hier schon gleich in der Stufe 3. Hier auch schon. Hier Stufe 2. Also das wird schon. Stufe 3, Stufe 3. Also nach und nach kommen die Häuser und werden größer und schicker. Deswegen geben wir dem Ganzen noch ein paar Folgen Zeit. Und dann gucken wir mal, ob hier hinten so ein schönes Hightech-Wohngebiet draus wird oder ob wir das hier dann zum Selbstversorgergebiet umdeklarieren müssen. Wir haben die Schulen gebaut, wir haben die Turnhalle gebaut. Irgendwo werden wir dann auf jeden Fall noch ein Schwimmbad bauen. Ein bisschen Recycling haben wir gebaut, dass auch hier hinten die Müllautos so ein bisschen besser rankommen. Und dementsprechend ist auch hier jetzt weniger Müll. Doch hier ist noch was. Ich weiß nicht, warum hier... Wir haben doch aber hier eine Müllanlage gebaut, oder? Müssen wir ganz kurz gucken. Großer Frachtsammelpunkt, großer Fußgänger-Service-Point, großer Müllsammelpunkt. Müllkapazität in Nutzung. 0 von 20 Müllwagen. Ja, aber warum? Also. Fracht. Ich verstehe halt nicht, warum hier. Warum da steht, dass da 0 in Nutzung sind. Nee, das sind die Züge, machen wir hier nicht. Das will sich mir halt nicht erschließen. Da guckt euch das mal an, wie viele Menschen hier über diesen Bahnhof rankommen. Oder muss hier vielleicht noch
noch einen kleiner mit dran. Hier haben wir diese Plätze. Haben wir noch so einen kleinen, kleiner Frachtsammelpunkt. Großer Fuß, kleiner Müllsammelpunkt. Aber den kann man halt auch hier an diese Straßen halt auch nicht mit dran setzen. Ne? Der muss halt an einer normalen Straße sein. Deswegen erschließt sich mir nicht. Alter, hier auch. Der Weg wird richtig gut angenommen. Es würde jetzt auch nichts bringen, wenn wir hier einen. Also wir können hier halt auch keine Straße durchsetzen. Ne? Wenn wir jetzt hier eine Straße durchmachen würden, würden wir die ganze, das ganze Dings abreißen. Das würde halt nichts bringen. Deswegen wundert mich das halt wirklich. Oder er muss halt hier rumfahren. Vielleicht liegt es auch daran. Wir können ja mal gucken, wenn wir sagen, wir bauen hier hinten nochmal so einen kleinen Müllsammelpunkt. Das müsste ja hier eigentlich hier mit rangehen. Ob der dann auch losfährt. Er hat halt 5 Müllwagen in. Also, das wundert mich halt, dass hier halt auch nichts rausfährt. Oder es ist halt ein Fehler, dass da drinnen steht, 0 von Nutzung. So, Verkehrsroutenansicht an- und ausschalten. Wo ist denn hier? LKW, Radfahrer, Privatfahrzeuge, öffentlicher, städtische Dienstfahrzeuge. Was fährt halt alles hierher? Schaut mal. Von wo kommen die denn? Jetzt ist die Frage, hier ist so ein. Halt, stopp. Ach, verdammte Axt. Hier gucken wir nochmal ganz kurz rein. Mich würde das jetzt mal einfach interessieren hier. Zack. So, städtische Fahrzeuge. Wo steht der denn jetzt hier? Und der Bio zum Müllwagen. So, das heißt im Endeffekt, das ist ein Müllauto, was da jetzt gleich reinfährt. Wie gesagt, wir fahren hier einfach mal mit. Auch wenn jetzt hier so ein bisschen Stau ist. Wir tun uns das jetzt einfach mal an. Ist ja nur das kleine Stückchen hier vorne. So, zack, jetzt geht's weiter geradeaus. Das heißt ja letztlich, der Müllwagen fährt hier rein, der dreht hier, um hier vorne wahrscheinlich den Müll abzuholen. So, der hat jetzt 100% Fortschritt, aber es kommt ja hier. Es kommt ja anscheinend hier nichts an, also. Aber es muss ja irgendwas passieren. Ich frage mich halt nur, warum hier hinten nichts abgeholt wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe hier immer nur Polizei und Krankenwagen. Schaut mal hier, Krankenwagen fährt hier drin rum. Müllberge. Es kommt hier halt niemand her. Und was wir nochmal machen, wir machen mal hier einen anderen Zug draus. Einen Pendlerzug machen wir hier draus.
Oder ein Hochgeschwindigkeitszug. Nee, wir machen hier einen Pendlerzug draus. Das wundert mich halt. Mich wundert halt wirklich, dass hier nichts reinkommt. Die Polizei. Aber es ist abgedeckt, ne? Es ist abgedeckt und das wundert mich halt so sehr. Aber polizeitechnisch ist der Bereich hier gar nicht abgedeckt. Aber die Police kommt trotzdem. Nur Müll halt nicht. Wir können hier aber auch nichts. Also falls einer eine Idee haben könnte, warum hier hinten kein Müllauto ranfährt, lasst mich das bitte wissen. Eigentlich haben wir genug Müllfahrzeuge da und auch gerade mit dem Bereich hier hinten jetzt eine Müllanlage. Ich meine, gut, die müssen halt hier außen rumfahren, ne? Aber es dürfte trotzdem müsste das hier eigentlich abgeholt werden. Wir werden das mal beobachten in den nächsten Folgen, ob hier einer ranfährt. Ansonsten muss ich mir mal was einfallen lassen, warum, wieso, weshalb hier halt kein Müllauto ranfährt. Da gucken wir einfach mal. Egal, jetzt haben wir hier genug gequatscht, haben viele kleine Sachen gemacht. Ich habe gesagt, es ging im Schwerpunkt dann tatsächlich um die Bildung, anders als eigentlich geplant. Ja, ist halt heute so eine Sonntagsfolge gewesen. Okay, beim nächsten Mal, wie gesagt, hier vorne gucken wir uns dieses Stückchen an und schauen, dass wir dann hier Fischindustrie vielleicht ein bisschen mit hinsetzen, wobei wir vielleicht dann auch die Insel ein bisschen ausbauen müssen, weil wir hier hinten dann noch ein paar Fabriken mit hinbauen müssen, damit sich diese Industrie halt auch rentiert. Das ist so der grobe Plan und dann soll es das für heute gewesen sein. Ein bisschen viel gequasselt, eher ein bisschen weniger gemacht, nehmt es mir nicht übel. Dafür geht es dann aber am Sonntag weiter. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen schönen Sonntag. Seid gut reingekommen, konntet gut reinstarten in den Tag. Genießt es auf jeden Fall noch. Und dann wünsche ich euch morgen einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund bis dahin. Geht da steil, bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüss.